sitting at home trying to create a day, has failed a day. Okay. Wenn wir das Ganze mal so. Ja. In meinem Wohnzimmer schaut scheiße aus. Das muss so sein, deswegen kommt dir auch die Scheiße raus. Du willst Business, aber Junge, da scheiß ich drauf. Und du scheißt auf mich, aber das weiß ich auch. Weil du gar nicht weißt, was ich in meinem Schädel hab. Und dass ich daheim die Nummer von deinem kleinen Mädel hab. Ich ruf sie an und geb ihr gute Tipps für die Bücher. Und sag, du musst mehr lesen und wir sprechen danach drüber. Schick ihr E-Mails und gib die Sachen, die sie braucht. Mehr Food for Thought, weißt, wie ich mein, ich rauch schon lange nicht mehr und ich hab ganz andere Dinge am Start. Mach diese Dinger, obwohl ich noch keine Kinder hab. Halt dein Kind hoch, kämpfe für die Jugend. Halt die Kids von der Straße, Junge, was machst du denn? Du redest zu schlecht, ich kauf denen Duden. Aber tut mir leid, ich rede nicht schlecht über die Juden. Auch wenn das Leute gern hätten, weil ich ein Muselmane bin. Ich mache die Sache anders, weil ich denk, Junge, gerade springt der Funke über, jeder checkt Rack. Und jeder kauft sich Air Max, jeder checkt Rap. Aber das checkt ihr nicht, nee, das checkt ihr nicht. Weil das ganze Business mir zu ätzend ist, mach ich diese Sache anders und probier einen neuen Flow. Mach die Sache nochmal anders und straight auf hohem Niveau. Komisch ausgesprochen, aber das darf schon mal sein. Weil ich mach die Sache wie Lego und bau ein Rhyme an Rhyme. Danach noch rein, oder ist es heute ja wie Playmobil? Mach die Sache anders, aber seid ihr sicher, da gibt noch viel. Ich sag immer, ich mache die Sache, obwohl keiner spezifiziert hat, was diese Sache eigentlich ist. Ich mach meinen eigenen Shit und da kommen die anderen peinlichen Neider dann gar nicht mit. Und die Neider sind im Shit, schlecht im Licht. Mache die Sache anders, weil das, was ich mach, sicher nicht das Beste ist, aber auch nichts Schlechteres. Mache die Sache Freckles Freestyle, Junge, check mal, yo, checkst du das? Ich muss mich angucken, wie ich da gerade rüberkomm. Flow komisch, aber denke mir, ich üb da noch schon bisschen länger als du. Hab sowieso ein paar Banger in der Crew. Und da hinten schaut es auch raus, guck mal, da oben sind meine Schuhe. Ich hab auch noch mehr Schuhe in einer kleinen Schuhe-Truhe. Und Leute sagen, cool ist, bringt der Reckless eigentlich immer, weil er true ist. True or die, Junge, weil es cool ist. Und ich übernehme eigentlich gar nichts. Ich hab mit dem Game nichts zu tun, aber ich plan nicht, warum nicht Leute immer noch daran festhalten wolle. Mach die Sache ganz anders, ich fang fett an zu rollen und ist, oh, esse einen Knödel mehr. Dann überroll ich dich, als wär ich ein römisches Heer. Spartakus oder irgendein anderer krasser Typ. Mach die Sache so, weil es eigentlich gar nichts Krasses gibt. Als ein bisschen Freestyle mit dem eigenen Hand und sagen, was kann man eigentlich Besseres machen als mit dem Wagen? Über schlechte Rapper drüber rollen und dann fahren. Und das Ganze von Anfang an. Rückwärtsgang und der 1 und wieder 2. Scheißegal, Automatik hab ich alles mit dabei. Jetzt ist langsam auch vorbei und ich bin dann wieder raus. Reckless, war's los, München ist und bleibt im Haus. Ja.